Es ist kein Aprilscherz. Am Ostermontag, den 1.4.2024, tritt das neue Cannabis-Gesetz in Kraft. Was ist ab dann erlaubt? Was ist verboten? Und was passiert eigentlich mit Altverurteilungen aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ab dem 1.4.2024 soll nun Folgendes erlaubt sein. Erstens der Besitz von 25 Gramm Cannabis. Zweitens, natürlich zum Eigenkonsum, ebenfalls zum Eigenkonsum, der Anbau von bis zu 3 Cannabispflanzen. Die Ernte darf allerdings niemandem Dritten abgegeben werden. Wie realistisch das ist, das wird man dann sehen. Und drittens der Anbau in einer sogenannten Anbaugemeinschaft. Das sind eingetragene Vereine oder Genossenschaften, wo maximal 500 Mitglieder gemeinschaftlich Cannabis anbauen können. Das ist aber nichts, wo ich mal kurz mit ein paar Kumpels Gras anbauen kann, sondern das sind wirklich sehr, sehr stark reglementierte Einheiten, wo beispielsweise sichergestellt werden muss, dass das Cannabis nur an Mitglieder abgegeben wird, unter Vorlage von Lichtbildausweis. Außerdem müssen Grenzwerte eingehalten werden, es müssen Warnhinweise erteilt werden und so weiter. Also ganz so einfach wird es nicht. Was gibt es in Sachen Konsum zu wissen? Bisher war der Konsum ja straffrei, allerdings der Besitz verboten und ohne Besitz eben kein Konsum. Jetzt, wo der Besitz erlaubt wird, wird sinnvollerweise einiges an Konsum eingeschränkt. Beispielsweise der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen ist verboten. Sinnvollerweise auch der Konsum in und um Kindergärten, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und dergleichen. Es wird auch in Fußgängerzonen eine Cannabis-Sperrstunde geben. Dort wird der Konsum von Cannabis zwischen 7 und 20 Uhr nicht erlaubt sein. Und schließlich auch in den Anbauvereinigungen. Auch dort darf nicht konsumiert werden. Das sollen keine Kifferclubs werden. Was passiert eigentlich, wenn ich gegen die Regelung des Cannabis-Gesetzes verstoße? Dann drohen entweder Bußgelder, weil es Ordnungswidrigkeiten sind, oder sogar Strafverfahren. Das kommt natürlich auf die Intensität des Verstoßes an, auf die Schwere des Verstoßes an. Wenn ich beispielsweise gegen ein Konsumverbot verstoße, weil ich beispielsweise in der Nähe einer Schule konsumiere, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Verstoße ich beispielsweise gegen die Höchstgrenzen des Anbaus, also besitze ich mehr als 3 Pflanzen zum Anbau, dann ist das eine Straftat. Und was ist eigentlich mit Altverurteilungen, die ergangen sind, als Cannabis oder der Besitz von Cannabis noch verboten war? Da kommt es drauf an. Wenn es Handlungen waren, die nach der neuen Rechtslage erlaubt gewesen wären, dann können diese Einträge aus dem Bundeszentralregister auf Antrag bei der jeweiligen Staatsanwaltschaft gelöscht werden. Das wird aber vor allen Dingen eher für Kleinkonsumenten gelten, der Dealer wird sich da keine Hoffnung machen können. Und was ist mit laufenden Strafverfahren? Auch hier gilt, wenn es ein Strafverfahren aufgrund einer Handlung ist, die aufgrund der neuen Rechtslage erlaubt wäre, dann gilt die Regel, ohne Gesetz keine Strafe. Dann sind auch diese Verfahren nicht mehr weiterverfolgbar.